Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute nehmen wir zusammen Minecraft Master Builders auf. Mit dabei ist wieder der Jonas. Hallo. Und ja, perfektes Timing, hat perfekt gepasst. Also hat man auch nicht so oft. Was wird es? Wieder ein Leaf oder? Ja. King. King. Ja, King. Das geht. Ja. Muss ich überlegen, aber wie ich schon das eine baue. Idee. Ja, ich mach das so. Ich weiß, wie ich es mache, weil so habe ich, so mache ich das eigentlich immer, wenn ich das Thema habe, glaube ich. Hättest du das schon mal? Fast immer. Was? Nee, aber nicht in der Aufnahme, glaube ich. Nee. Hätte, glaube ich, mal auch nicht in der Aufnahme das Thema Queen oder so. Das habe ich dann auch. Ja. Die Queen? Nee, da habe ich das. Ich habe das auch anders gemacht, als man denkt. Ach so, wie denn? Ja, das sage ich dir jetzt nicht. Ach, das machst du jetzt hier auch, oder wie? Es passt für beide. Kann also, halt ja, Menschen ist bauen. Ja kein großer deswegen Unterschied. Baue ich kein Mensch. Du brauchst keinen Menschen? Nein. Warum nicht? Weil ich die nicht bauen kann, weil sie hässlich bei mir aussehen. Ah, deshalb brauchst du ein Gebäude, weil du Gebäude bauen kannst. Ja. Was, ernsthaft? Ja. Ach so. Cool. Ein Schloss oder was? Hey, du hast guten Raten. Ja, was sollte man denn sonst bauen, was mit dem König zu tun hast? Eigentlich eine Burg oder? Ich baue eine Burg, ja. Ah. Ja, muss aber auch gut aussehen. Das kriege ich meistens hin. Ja, stimmt. So, wie mache ich denn das so? So. Nee, ich baue hier meinen coolen König auf seinem Thron. Ach nee, das ist die Barriere. Das ist jetzt gerade ein bisschen fail gewesen. Ja. Dann ist es halt ein abgeschnittener Turm. Warum? Weil da die Barriere ist. Ja, sicher, dass das so gut ankommt, wenn ein abgeschnittener Turm da. Ich habe keine Zeit, den komplett abzureißen und neu zu bauen. Ja, dann halt einfach mal abschneiden. Boah. Mach doch nichts. Der braucht schon einen ganzen Turm, wenn man schon einen halben bekommen kann. Ja, ja, wenn es scheiße aussieht, will man ja auch nicht haben, oder? Ah, so scheiße sieht's ja nicht aus. Hoffen wir's mal. Alter, es ist viel zu wenig Zeit. Ja, wenn du dir auch eine ganze Burg vornimmst, das ist auch klar. Das ich bin erst beim zweiten Burgturm und hab nicht mal die Mauer bisher schon. Toll. Dann bist du gerade Word Edit. Ja. Word Edit in Master Build, das wär's ja. Hä? Dann möchte ich den einen Burgturm jetzt kopieren. Ja, und da wieder einfügen, klar, schön. Genau. Stimmt, machen wir die Materialien ein bisschen austauschen. Das wäre eine Sache von, lass mich kurz überlegen, ungefähr 5 Sekunden. Schön. Dann hätte ich den zweiten Burgturm. Ja. Muss dir mal so einen Hack-Client besorgen, der das kann. World Edit in Dingens. Wäre ein bisschen OP. Ein bisschen, aber nur. Dezent. Ja. Burg sieht auch nur so mittelmäßig aus gerade, weil ja, ich nicht genug Zeit habe. Auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber es ist besser, als wenn ich einen König versucht hätte zu bauen. Könige könnte man aber eigentlich auch ganz cool machen, wenn man halt Personen bauen kann. Kann ich nicht. Das ist wirklich was ich wirklich nicht bauen kann. Ja, man muss es halt im Prinzip auch nur andeuten oder vielleicht irgendwie... Ja, aber die sehen einfach bei mir nur lustig aus immer, wenn ich Personen baue. Ja. Gebäude, die kann man eigentlich relativ gut bauen, Gebäude in Minecraft. Aber Personen, das ist echt immer, das ist schwierig. Ach, scheiße. Meine Person sieht komisch aus. Egal, machen wir weiter. Ist eh nicht mehr viel Zeit gerade. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast eh keine Zeit, das jetzt noch zu ändern. Ja. Auch falls du es wolltest. Toll, noch eine Minute. Mein Mund sieht ein bisschen fail aus, aber egal, so. Ich habe leider auch keine Zeit mehr, das in verschiedenen Materialien zu bauen, die Burg. Mhm. Ich hatte am Anfang noch eine Idee gehabt, dass ich vielleicht irgendwie noch einen kleinen Schatz dazu baue oder so, aber das schaffe ich jetzt nie im Leben nicht mehr, weil das ist... Nee. Da hätte ich am Anfang viel schneller bauen müssen. Ja, es ist gerade bei mir auch ein bisschen knapp. Oh, Mann.
20 Sekunden noch. Schön, schön. Danke, danke. So. Okay. Stimmt, ich sollte noch hier den Boden ändern, ein wenig. Dass es nicht ganz so schlimm aussieht. So. Ja, schön. Ich hätte da schon noch irgendwie was anders machen können, aber ist auch egal jetzt. Ist gar nicht mal schlimm. Gar nicht mal so schlimm. Ja. Oh, süß. Ja. Ich weiß nicht, ich geb dem Mäh. Ich geb auch Mäh. Er ist okay, aber und er hat eine Glatze. Wow. Ich finde, er ist cool, halt nicht besonders. Ganz cool er sieht halt, er sieht nicht lustig aus, aber er sieht halt ja, besonders aus. Ja. Oh, das sieht doch ganz schick aus. Ich gebe mal echt okay. Oh, nun okay. Ich finde das schon wow, everything is awesome wert. Mein cooler Kollege. Natürlich hier. Seinen geilen Haaren hier. Ich finde die wirklich gar nicht mehr so schlecht. Ich finde sie vor an der Stirn sieht's komisch aus. Und was ist da? Guck mal hinten, guck mal hinten. Was soll das was sein? Was für ein Fake-Share. Da sieht ja gar nicht richtig drauf. Ich hab halt vergessen zu bewerten in der ist halt echt so. Und halt Obsidian-Haare. Und der hier sieht ja auch geil aus. Ich finde irgendwie die Hautfarbe ist ein bisschen falsch gewählt. Ja, pink. Ja, pinke Haut. Also, normalerweise nimmt man ja weißer Ton für Hautfarbe, aber gut. Und dieses Gesicht vor allem nur aus Knöpfen gemacht. Und? Schon wieder also so für einer. Die Zeit, ja, stimmt fast dasselbe. Aber mal für die Zeit finde ich für Sachen reserviert, die wirklich das Thema komplett verfehlen. Ja, dann gebe ich auch mal ein Mail. Aber ja. Dieser Dia-Boden hat auch perfekt dazu gepasst. Ja, immer die Leute denken, ja, ich mache ein wertvolles Material, sie wird dann bestimmt besser bewertet. Ja, das Gesicht. Hier, ich muss erst mal gucken, wo das Gesicht überhaupt anfängt. Und das ist nicht wirklich der Anzug eines Königs, glaube ich, oder? Sieht aus wie so ein Gärtner irgendwie. Ja, also ich so eine Latz, Gärtner. So eine Latzhose, ey. Ey, oh, oh, eine Burg. Von wem die wohl sein könnte? Mit dem abgeschnittenen Turm auf beiden Seiten. Die ist von Birnenwerfer. Von Birnenwerfer? Aha. Ja, das war der erste Name, den ich gerade gesehen habe, als ich Tab gedrückt habe. Ja. Sieht auch schon ganz cool aus, finde ich. Vor allem halt den Thron, den finde ich ganz nice. Weil der so. Ey, der Stuhl. Und hier, guck mal, seine ich find, Krone. Ich finde, der kommt so ein bisschen Krone. Komisch. Mit der Krone, die ist auch geil. Ich glaube, bei der Krone hat er keine Zeit mehr. Mäh. Und dieser Thron, der ist ein bisschen niedrig. Ja, so wie so ein Sessel. Ja, aber so. Ich finde, halt, den Thron ist jetzt nicht das Schlimmste daran. Und der hier, der sieht gar nicht schlecht aus, aber ist halt so ein Standardding. Ich gebe mal ein okay. Ja, ich und er hat einen Eisenmund. Okay. So immer das darstellen soll. Ja. Ich glaube, da hat jemand von der falschen Seite geguckt, oder? Weil der hat Face Fragezeichen geschrieben. Das ist ja lustig, wenn man auf den Hinterkopf guckt und fragt, wo das Gesicht ist. Ja. And the winner is Janomaniac. Wer war denn das? Oh, ich bin weiß Dritter. Ich nicht. Ich bin Dritter, das ist cool. Du bist 5. Ja, oder? Was packen wir gegen meine Burg? Ja. Ah, da ist man wirklich gut. Dann sehen wir uns jetzt bei der nächsten Runde. So. Und ein neues Thema. Es heißt bei 1 Camping. Das ist ein cooles Thema. Wollte das ist auch wirklich sagen. Cool, ja. Da also, habe ich schon. Ja, da hat ja jeder dieselbe Idee. Jeder braucht, glaube ich, erstmal einen Wohnwagen. Mal Zelte würde ich bauen. Mache ich eigentlich. Also, finde ich so. Okay, ich aber Wohnwagen, ich habe auch schon überlegt, Wohnwagen und Zelt zu machen. Ich habe theoretisch auch jetzt einen Wohnwagen zu bauen. Ja, du hast halt einen. Das ja. Ist also ihr. Ist geil, ne? Ja. Ja, ich baue den anders ein bisschen als unseren. Nein. So schön 1 zu 1 abbauen. Ja, genau. Warum nicht? Ja. So. Nee, ich muss immer ganz kurz gerade überlegen, wie ich das am coolsten mache, dass er nicht zu eckig doof aussieht. Aus? Nein, das weiß ich schon noch, wie ein Wohnwagen aussieht. Aber er soll ja nicht zu hässlich werden. Muss ja Details reinbringen. Ja. Oh, nee, ich mache hier schöne, so schön. Bisschen Campingzeugs. Bisschen Camping hier. Hier, oh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Zelte, Mann. Oh. Ja. Ja, und das kann man natürlich immer sollte vergessen. Sollte man nicht vergessen. So.
Also du machst jetzt Zelte oder wie? Ja, ich mach Zelte. Okay. Vielleicht mache ich noch, wenn ich noch Zeit habe, einen Wohnwagen dazu oder so. Dass man ein bisschen Abwechslung drin hat, aber wahrscheinlich werden es nur Zelte werden. So, das könnte man theoretisch. Oh, das ist eine gute Idee. Upsala. Wollte ich das nicht. Hier ein bisschen Zaun noch dran. Das könnte. Oder warte. Nee, so mache ich so. Ja, doch. Ich glaube, es gibt doch so Zelte, die so aussehen. Ich glaube, ich mache das sogar mit Inneneinrichtung jetzt. Ein bisschen. Ja, das ist auch cool. Inneneinrichtung, Alter, wenn man Zeit hat. Ja. Es sind halt nur noch 2 Minuten, sehe ich gerade, aber ja. Easy. Okay. Natürlich. Natürlich. Eindeutig, Jonas. Ah, ich weiß, was ich noch ein bisschen an Details reinbringen kann. Hm? Ja, beim Wohnwagen. Ich mache jetzt hier noch so Lampen dran, also so Lichter, Rückblende und. Wie wär's mit so einer Sonnenbrille? Stimmt. Sonnen. Das ist wirklich eine ganz coole Idee. Zaun? Ja. Zaun habe ich nämlich auch bei mir gemacht. So eine Dingens für das Vorderding vom Zelt. Bei einem der Zelte zumindest. Sieht irgendwie. Hä? Was habe ich gemacht? Ich hab das ja, oder? So. Okay. Wie weit bist du schon mit deinem? Ja, ich bin gerade an dem Sonnendach da. Fäden. Warte, heißt Faden, nicht Fäden. Plural finde ich nichts, wenn ich das im Plural suche. Ja. Das könnte sein. So. Hier sind ein paar schöne Teppiche drauf. Ein cooles Blau-Rot-Muster. Warum auch immer. Hm. Da. So, dann holen jetzt. Wir uns mal hier ein paar Setzlinge. Ich mache da nämlich dann noch ein bisschen Bäume drum. Weil campen tut man ja meistens in der Natur. Ach, echt? Bist du sicher? Ja, ich glaube schon. Also ich fahre eigentlich immer hier so nach Berlin und vom Brandenburger Tor stelle meinen Campingwagen auf. Klar, klar. Ja, das kann man natürlich auch machen. Mache ich auch öfter. Ja, ist chillig da. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Können wir euch halt jedem wärmstens empfehlen. Ja. Um mal beim Brandenburger Tor zu kämpfen. Du hast auch gar nicht schräg angeguckt, wenn du da vorne stehst. Nein, natürlich. Nein, warum? Warum? Weiß ich nicht. Nee. Ja, nee. Wurde ich noch nie. Auf keinen Fall. Das ist dämlich. Das wäre wirklich richtig dämlich. Hä, verdammt, also, kannst du auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn du Lust darauf hast. Warum kann man den Boden nicht bepflanzen, Jonas? Weißt du das? Weiß ich nicht. Muss ich Gras per Hand hinsetzen? So ein bisschen zumindest. Ja, keine Ahnung, ich meine mit Knochenmehl. Man kann keinen Rechtsklick machen, also da passiert nichts. Mann, ich brauche gar zumindest da. Nicht. Ein paar Blümchen. Ist immer toll. Jetzt sind noch 30 Sekunden. Jetzt muss ich mich aber erstmal beeilen, weil ich gerade noch eine Idee bekommen habe für meinen coolen. Hatte ich gerade auch noch, aber sie ist gerade nicht ganz so gut gelungen, finde ich. Ich habe leider einen Block zu breit gebaut. Deswegen sieht es ein bisschen fett aus. Die Idee. Okay. Verdammt, verdammt. Kann man das. Nee, das sieht komisch aus, oder? Ach, egal, egal. Wird schon irgendwie klappen. Aber schlecht finde ich es jetzt eigentlich nicht. Bin ich fertig obwohl geworden. Es sieht doch schon. Ja, keine Ahnung, mal gucken. Was ist deins? Hey, das ist eigentlich übel gut. Ja, das ist meins. Alter, ich wollte eigentlich noch einen Dorfbewohner hinmachen. Ich gebe wirklich einen Gurt. Oh ja, meinst du es richtig? Wir cool. Werde Campers, ja. Die sind. Ich hab viel abgehauen. Zu wenig Zeit gehabt. Mir hat's einfach das nicht ist gereicht. Ein großes Zelt. Das ist ein großes Zelt und ein großes Lagerfeuer. Ist okay. Guck dir mal das Bett. Achso, der wollte das einfach nur ein bisschen größer machen. Ja, doch. Geht ja. Eigentlich noch. Obwohl für große Personen wäre das Feuer ein bisschen klein, glaube ich. Wenn die Person wirklich so groß ist wie das Bett. So, und der. Da geht es aber wirklich nur um mir. Ich finde, das ist jetzt wieder viel Zeit. Er hat mich fast im Boden geändert. Ja, stimmt. Das auch. Also, es ist wirklich nicht so geil. Obwohl das mit den Holzstämmen schon cool ist, die Idee. Ja, aber das ist das Einzige, was ich daran cool finde. Die Hütte. Wir gehen immer campen, nicht in dem Haus schlafen. Ah, cool, der hat. Achso, die Knöpfe als Abspann. Ah. Gibt das nur mehr. Ich finde es zu wenig. Müssen die Knöpfe auch innen drin sein? Ja, also ich spann mein Zelt nicht von innen ab, das wäre ein bisschen komisch. Ja. Eigentlich aber auch steht jetzt hier okay. Denn?
Was Coleman steht da? Products. Ist das eine bekannte Firma? Ja, also die bauen Zelte. Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hätte ja sein können, dass du das weißt, keine Ahnung. Nein, ich habe keine Ahnung. Das habe ich gerade bewertet. Ah, die Kuh ist ein Bär. Ich weiß gar nicht, dass ich bewertet habe, aber egal. Und das hier sollen Leute sein, aber die... Ich finde die Leute ein bisschen komisch. Ich halte recht wenig davon. Ich gebe mal einen Mehl. Ich finde diesen Schwamm-Typ komisch aus. SpongeBob. Mr. Schwamm. SpongeBob ist das. Ja. Und das ist eindeutig Camping. Der hat das Thema perfekt getroffen. Also nicht auch. Ich glaube, er hat wirklich verdient, was ich ihm gebe. Ja, also Rot ist die beste Glasscheibe, oder? Die man geben kann. Ja, ist wirklich die beste. Also Failure heißt immer gewonnen, wisst ihr? Natürlich. Hat man gleich gewonnen. Ja, doch, das ist nicht schlecht auf jeden Fall. Aber ich denke, derzeit hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Ja, finde ich auch. Ich gebe mal. Ist trotzdem cool. Ja, ich gebe mir jetzt okay. Ja, habe ich es war besser gegeben als das andere, was ich mir. Ich habe ja das kleine Holzhütte habe ich mir gegeben. Dann kann ich das nicht dem auch noch mir gegeben. Mhm. Oh. Ich weiß, das hat nicht mehr gereicht von der Zeit. Sogar Fäden. Das ist doch voll cool eigentlich. Nein, ich bin übel unzufrieden damit. Warum? Hä? Ich finde den Campingwagen eigentlich gut? Voll gut getroffen. Guck dir das doch mal an. Die sind mega geil aus. Ich finde, da waren viel zu wichtige Details, wenn du dir das hier anguckst. Okay, der hat nur ein paar Bäume gepflanzt, aber... Und der hat irgendwie, ich finde seine Zelte mit den Zäunen komisch. Also, Na doch. Es gibt viele Zelte, die auch außen drüber, also so um drüber so Stangen haben. Die haben beispielsweise auch so eins, das hat so Stangen aus. Drüber. Es ist so riesig, gar nicht mehr so schlecht so fett. Und der hätte auch so ein riesiges Ding gemacht. Riesiges Zelt. Das Lagerfeuer finde ich dafür aber cool. Das Zelt ist 4-6 Meter hoch. Ja, ist normal, habe ich auch in meiner Hosentasche. Ja, klar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. So, was hätten wir hier? Okay, also das Lagerfeuer. Also, wir jetzt hier eigentlich nochmal über die Brandschutzsachen reden, weil ich mache gerade hier ein Feuer mitten im Wald, also. Ich weiß nicht, ob das so ganz so durchgeht, ne? Und irgendwie fehlt da was bei diesem Lagerfeuer, glaube ich. Also nein, also mein Feuer brennt auch immer ohne alles. Ja. Das ist Magic. So, die Luft. Ja, brennt. Ich verbrenne auch immer Luft. Mhm. Okay. Und der Gewinner ist... Ich bin einfach wieder Dritter und du bist einfach wieder Fünfter. Okay. wer war das denn nochmal? Oh, ich bin im grünen Bereich, das ist cool. Ja, ich bin im bald grünen Bereich. Ja. Aber wer war das denn nochmal? Ich weiß das gerade gar nicht. Ich auch nicht. Dann gut, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und lasst ein Like und Abo da, falls noch nicht getan. Und ja, schaut gerne bei Twitter da vorbei bei uns und bei Discord. Machen wir immer ein Community-Event. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet. Samstag um 18 Uhr. Ja. Jeden Samstag. Ja. Ja, und dann bis in einer Woche. Tschüss.